Ja, guten Tag, Frau Hufer-Bayer. Schön, dass Sie heute da sind. Erklären Sie doch zunächst vielleicht noch einmal kurz, welche Funktion übernimmt die Leber denn eigentlich im menschlichen Körper? Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, die Leber, die ist eigentlich das zentrale Stoffwechselorgan für unseren Körper. Ohne die Leber geht eigentlich nichts. Die Leber hat eine ganz zentrale Rolle für unseren Energiestoffwechsel. Das heißt, sie sorgt eigentlich dafür, dass wir die Nährstoffe aufnehmen und dann auch im Körper adäquat verwerten können. Sie ist gleichzeitig ein ganz wichtiges Organ für die Entgiftung des Körpers. Da nimmt sie mehrere Aufgaben ein. Zudem ist die Leber aber auch ein Syntheseort. In der Leber werden Eiweiße produziert, die wir einmal für unsere Blutgerinnung brauchen, aber auch Eiweißstoffe, die zum Beispiel Vorläufer für Hormone sind. Die Leber übernimmt also wirklich eine ganz, ganz zentrale Rolle in unserem Energiestoffwechsel. Und ja, ohne die Leber würden wir eigentlich alle nicht leben können. Bei Lebererkrankungen führen viele Menschen ja zunächst vor allem Alkohol als zentralen Risikofaktor auf. Können Sie da zustimmen? Genau, also das ist gar nicht so. Lebererkrankungen sind heute ziemlich häufig und werden leider immer noch mit Alkohol stigmatisiert. Allerdings neben Alkohol spielen einmal die viralen Ursachen, also Hepatitis B und C, eine wichtige Rolle. Aber mittlerweile spielt die nicht alkoholische Fettlebererkrankung einen viel, viel größeren Stellenwert. Hierbei spielen vor allen Dingen Übergewicht, falsche Ernährung, falscher Lebensstil, aber auch Diabetes eine ganz wichtige Rolle. Und das führt nämlich häufig zu einer Verfettung der Leber, was die Leber dann im gleichen Ausmaß schadet wie übermäßiger Alkoholkonsum. Aber es ist leider immer noch ein Problem, dass Alkohol sehr stigmatisierend ist für die Patienten. Was genau sind denn dann diese nicht alkoholischen Fettlebererkrankungen? Letztendlich ist das eine Vielzahl von Erkrankungen, die dazu führen, dass die Leber zu viel Fett einspeichert. Die Leber ist auch ein Speicherorgan und speichert Fette, die wir jetzt aktuell nicht gebrauchen können, weil wir zum Beispiel zu viel Energie zu uns genommen haben, aber gar nicht so viel Energie verbrauchen. Und diese überschüssige Energie wird nicht nur im Fettgewebe, sondern auch in der Leber gespeichert. Und wenn zu viel Fett in der Leber gespeichert wird, dann führt das in der Leber genauso zu Entzündungsreaktionen. Und ganz die wichtigsten Ursachen dafür sind tatsächlich Übergewicht, dann auch falscher Lebensstil mit falscher Ernährung, sehr fettreicher Ernährung, aber auch vor allen Dingen sehr zuckerreicher Ernährung und aber auch zum Beispiel Erkrankungen, die das metabolische Syndrom betreffen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2. Das sind so die wichtigsten Risikofaktoren dafür. In Europa sterben jährlich fast 300.000 Menschen vorzeitig aufgrund von Lebererkrankungen. Was meinen Sie, woran liegt das? Also mittlerweile weiß man sehr gut, dass die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung eine der häufigsten Ursachen für Lebererkrankungen weltweit sind. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Es gab ja vor einigen Jahren den Durchbruch in der Hepatitis C-Therapie, wo wir ein Heilmittel für die Hepatitis C finden konnten und einsetzen konnten. Und das hat einen deutlichen Wandel gegeben von den Lebererkrankungen, die vorher durch Viruserkrankungen verursacht worden sind, jetzt hin zu Lebererkrankungen, die doch mehr durch nicht-alkoholische Fettlebererkrankungen hervorgerufen werden. Was konkret kann denn getan werden, um eben das Risiko einer Lebererkrankung zu senken? Ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt auf die nicht-alkoholische Fettleber gehen, dann muss man sagen, ein gesunder Lebensstil. Also man sollte versuchen, sein Gewicht zu reduzieren, wenn man übergewichtig ist. Man sollte versuchen, sich in seinem Maßen, wie es geht, körperlich zu betätigen. Und wenn es einfach nur ein schneller Spaziergang einmal die Woche ist oder zweimal die Woche. Oder auch einfach im Alltag versuchen, vielleicht ein bisschen mehr Bewegung einzubauen. Statt im Fahrstuhl mal die Treppe nehmen oder vielleicht mal einen Weg mit dem Fahrrad fahren, anstelle das Auto zu benutzen. Ganz wichtig ist natürlich auch die Ernährung. Die Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle und auch da kann man eine gesunde Lebensweise, eine gesunde Ernährung für jeden Patienten mit Lebererkrankungen empfehlen. Welche Vorsorgeuntersuchungen sollte man denn vielleicht auch in Anspruch nehmen und vor allem zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Alter?
Also grundsätzlich ist das Problem bei allen Lebererkrankungen, dass die Leber ganz, ganz lange sich gar nicht bemerkbar macht. Das heißt, dass man Lebererkrankungen leider erst sehr spät bemerkt, weil sie erst sehr spät Warnzeichen aussetzt. Das Schöne aber an der Leber ist, dass die Leber eigentlich sehr regenerativ ist. Das heißt, wenn wir die Erkrankung früh genug erkennen und dort dann eine Therapie ansetzen, dann können wir oft diesen Leberumbauprozess stoppen und auch sogar die Leber kann sich regenerieren. Und insofern wäre es wichtig, dass bei Patienten, die zum Beispiel Risikofaktoren haben, wie deutliches Übergewicht oder ein schlecht eingestellter Diabetes, und wenn wir dort Zeichen einer Lebererkrankung sehen, wie zum Beispiel erhöhte Leberwerte im Blut, dass man dann genauer hinschaut. Das wäre wichtig. Anlässlich des Deutschen Lebertags hat die Deutsche Leberhilfe und die Deutsche Leberstiftung ja auch die Politik in die Verantwortung genommen. Was genau fordern Sie denn da jetzt? Na, letztendlich fordern wir, dass einfach die Lebererkrankungen auch von der Gesellschaft mehr wahrgenommen werden und auch mehr in die Prävention aufgenommen werden. Und da ist ja die Deutsche Leberstiftung sehr engagiert. Sie hat sich ja sozusagen auf die Fahnen geschrieben, dass man gerade die Patientensicherheit und für das Patientenwohl bezüglich Lebererkrankungen mehr tut. Und die Deutsche Leberstiftung ist da auch in der Forschung sehr aktiv. Und was wir jetzt gerade als Kollegen aus der Gastroenterologie der Medizinischen Hochschule in Zusammenarbeit mit der Deutschen Leberstiftung gemacht haben, ist, dass wir ein Kochbuch geschrieben haben, speziell für Lebererkrankungen und speziell für Patienten mit Lebererkrankungen geschrieben haben, wo wir einerseits natürlich nochmal ganz grundlegend die Erkrankungen erklären, aber auch vor allen Dingen erklären, wie kann man mit einer gesunden Ernährung und einer gesunden Lebensweise einmal solche Erkrankungen vorbeugen oder auch, wenn die Erkrankungen bestehen, vielleicht auch schon einen Teil der Therapie durch Ernährung ansetzen. Und das kann ich tatsächlich jedem Patienten oder kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Da sind ganz viele tolle Rezepte drin, die sich wunderbar im Alltag umsetzen lassen. Frau Huber-Breyer, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja, herzlichen Dank.